Sie glauben, dass es zu einem Goldverbot kommt oder haben zumindest Angst davor und wollen vorbereitet sein. Sie wollen nämlich nicht, dass der Staat all Ihr Gold wegnimmt. Dann habe ich jetzt 7 Fehler, die Sie nicht tun sollten, wenn Sie an ein Goldverbot glauben und entsprechend dafür vorbereitet sein wollen. Der erste Fehler ist ganz wichtig für mich, ist sich nicht in Panik versetzen lassen und insbesondere nicht über den Tisch ziehen lassen. Bewahren Sie einen klaren Kopf. Lassen Sie sich nicht von irgendjemandem auf ein bestimmtes Datum festnageln. Die und die Institution, die ruft jetzt all ihr Gold irgendwie mit ab. Freitag in 2 Wochen kommt das Goldverbot und dann geht die Welt mit unter. Für mich persönlich ist es mit so. Also ich sehe es aktuell für nicht akut mit an, dass es zu einem Goldverbot kommt. Es kann dazu es mitkommen, es gab es auch welche in der Vergangenheit. Ich denke aber, wenn es ein Goldverbot gibt, dann ist das jetzt auch nicht, was von heute auf morgen tatsächlich einfach so mitkommt. Selbst wenn das an einem Sonntag verkündigt wird, hier ab nächste Woche ist der Euro an Gold gekoppelt und es gibt eine feste Umtauschrate und für eine Unze Gold bekommen Sie 1000 Euro. Und Sie müssen Ihr Gold sonst nicht eintauschen. Ich glaube nicht, dass das ganz, ganz plötzlich mitkommt, ohne dass es noch irgendeine Reaktionszeit mitgibt. Auch dafür wird es, das ist ein schwerer Eingriff letztendlich in unsere Gesetzgebung, unabhängig wie er dazu sonst, wie es mitsteht. Das will ich jetzt nicht mit ausdiskutieren. Aber es wird auf jeden Fall, wird es auch dort einen Gesetzesentwurf mitgeben. Es wird eine parlamentarische Diskussion oder ähnliches halt mitgeben. Also sprich, es bleibt noch etwas Reaktionszeit, darauf einzugehen. Insbesondere, solange es da auch kein konkretes Gesetz mitgibt oder keinen konkreten Entsetzesentwurf oder halt auch etwas, was mehr ist als nur ein Gerücht, dass etwas halt mitkommen sollte. Irgendetwas Schriftliches, ausführliche Gespräche ist mit dazu zwischen bei uns Politikern, den wichtigen Ämtern halt mit sind, die halt einfach einen Vorschlag mit einbringen oder ähnliches. Sollten Sie sich nicht in Panik versetzen lassen, denn Sie wissen ja auch gar nicht, was ist denn überhaupt die Konsequenz? Welches Gold wird denn davon halt betroffen sein und welches halt nicht? Ist vielleicht auch Silber davon betroffen oder ist halt auch es nicht? Was für eine Strafe gibt es denn dafür? Ist es halt so, dass es da jetzt eine einfache Geldstrafe gibt? Muss ich dann halt vielleicht einfach, wenn ich dabei erwischt werde, bekomme ich dann weniger das mit vergütet? Oder gibt es dafür eine langjährige Gefängnisstrafe? Was gibt es denn überhaupt all das? Also all das gibt es das mit nicht. Deshalb lassen Sie sich nicht in Panik versetzen und insbesondere lassen Sie sich nicht von windigen Gestalten über den Tisch ziehen lassen, die die perfekte Lösung für das Goldverbot mit haben. Aktuell gibt es dieses mit nicht, weil es keine konkrete Darlegung gibt, wie ein solches Goldverbot aussehen könnte. Deshalb, wenn Sie diesen Fehler nicht mitmachen, der ist nämlich die Basis für die nächsten Fehler, da sind Sie schon mal gut mit gewappnet. Schlafen Sie die Nacht drüber, machen Sie sich sorgsam Gedanken oder werden Sie nicht hastig. Der zweite Fehler ist es, nicht schweigsam zu sein. Ja, gleich gesetzlich zugleich. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn Sie sich mit einem Goldverbot, Krisenvorsorge und generell der Kapitalanlage in Edelmetalle auseinandersetzen, dass Sie das nicht komplett für sich alleine machen. Sie werden Vertraute haben, mit denen Sie darüber sprechen, sei es innerhalb der Familie, Arbeitskollegen, enge Freunde oder ähnliches. Und das ist auch wichtig so, dass man das halt mitmacht. Damit man sich gegenseitig Tipps mitgeben kann, damit man sich gegenseitig auf Fehler aufmerksam machen kann. Auch, dass man sich gegenseitig Halt gibt, damit man halt nicht in Panik sich versetzt, damit man vielleicht auch einfach mal eine konträre Meinung bekommt, über die man sich halt mit austauschen kann. Das ist wichtig und das sollten Sie auch nicht unterdrücken, aber Sie sollten sich genau überlegen, mit wem sprechen Sie. Kindermund tut Wahrheit kund. Wenn Sie viel am Esstisch mit Ihrer Frau darüber reden oder mit Ihrem Mann und die Kinder ist mitgekommen und die Kinder erzählen halt im Kindergarten, mein Papa, der hat den Keller voll Gold, dann ist das vielleicht nicht die beste Möglichkeit. Genauso Nachbarn, die dann einfach Missgunst mit sich bringen, mit denen sie sowieso nicht gut klargekommen sind. Der Nachbar, der die ganze Zeit mit dem Kissen an der Fensterbank sitzt und sowieso beobachtet, was den ganzen Tag bei ihnen und in der Nachbarschaft passiert. Der dann halt einfach verpetzen könnte in einem Goldverbot und halt sagt hier, ich glaube, der Schieferstein, der hat noch Gold und Silber, der hat immer so komische Werttransporter vor der Tür gehabt, die ihn angeliefert mit hatten. Oder vielleicht auch Freunde, die einfach dann in einer solchen angespannten Situation ihr Gold abgenommen bekommen haben, abgegeben haben oder vielleicht auch gar keine Krisenvorsorge betroffen haben und jetzt halt einfach aus Neid sie es mit verpetzen. Also der berühmt-berüchtigte Blockwart, den jeder irgendwo in seiner Gegend hat. Es gibt viele Möglichkeiten. Deshalb sollten Sie schweigsam sein, diskretes mit sein. Auch das Risiko von Raub sollte man nicht unterschätzen. Ich denke, dass, wenn es zu einem Goldverbot kommen könnte, dass das auch in einem Krisenszenario mit passiert, dass das eine Ultima Ratio mit ist. Und dann wird es sicherlich Personen geben, die verstärkt auf Einbrüche gehen oder Raub, also sprich halt auch ihnen gegebenenfalls einen körperlichen Schaden mit zuführen.
Deshalb eine Möglichkeit, wie Sie schweigsam Gold kaufen können, legal, diskret, ist es, dass Sie anonym Gold vor Ort gegen Barzahlung kaufen. Da lade ich Sie recht herzlich dazu ein, dass Sie uns in unseren Ladengeschäften in Mainz in der Rheinstraße 103 gegenüber der Theodor-Heuss-Brücke, wir haben Parkplätze direkt vor dem Schaufenster und halt auch eine Schleuse, in der Sie sogar hinten mit Ihrem Auto reinfahren können und diskret Ihr Gold und Silber verladen können, sodass das blickgeschützt halt mit ist. Darüber hinaus haben wir auch in Wiesbaden in der Wilhelmstraße 4 ein Ladengeschäft. Da laden wir Sie zu einer Stunde kostenfreies Parken im Parkhaus vom Rhein-Main-Kongresszentrum. RMCC ist mit ein. Sagen Sie uns einfach Bescheid, wenn Sie bei uns im Laden sind. Wir haben übrigens auch da in unmittelbarer Nähe unser Solid Private Value Center, wo wir Sie gerne auf Private Banking Niveau auch ganz diskret außerhalb des Ladengeschäftes beraten. Sprechen Sie unsere Mitarbeiter vor Ort mit an, insbesondere unseren FIA-Leiter Luigi Kraker, den ich an der Stelle jetzt gerade mal grüße. Hi Luigi. Oder vereinbaren Sie unter goldsilbershop.de unter der Rubrik Beratung einen Beratungstermin in unserem Private Value Center, um sich da tiefgründiger halt um Krisenvorsorge, Goldverbot oder auch einfach die Kapitalanlagen Gold auszutauschen. Aber zurück darüber hinaus, wenn Sie jetzt sagen, Mainz-Wiesbaden ist mir ein Stück zu weit weg. Wir haben ein bundesweites Netz von über 100 lokalen Partnern aufgebaut, bei denen Sie Gold für bis zu 2000 Euro Gold und Silber anonym kaufen können. Wenn Sie auf goldsilbershop.de gehen, auf die Rubrik Tafelgeschäft, finden Sie den nächstgelegenen Partner und können dort bei Ihnen vor Ort Gold kaufen, wenn Sie halt sagen, ich möchte es halt einfach aus Diskretionsgründen nicht online mit tun. Darüber hinaus an der Stelle sei erwähnt, da komme ich später nochmal ein bisschen genauer drauf, wenn Sie nicht Gold und Silber, sondern Diamanten kaufen, können Sie dies übrigens bis zu einem Geldbetrag von 10.000 Euro anonym tun. Also auch das kann eine sinnvolle Möglichkeit sein, aber da gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer mit drauf ein. Da fällt mir auch gerade noch ein, wenn wir bei diskret und schweigsam mit sind, wenn Sie den Newsletter von goldsilbershop.de abonnieren, also unter der URL goldsilbershop.de/newsletter.html, oder Sie Kunde bei uns sind, haben Sie Zugriff auf ein großes Spektrum an E-Books, die wir erstellt mit haben. Wir haben E-Books zum Thema Tresor, aber auch, wie ich denn Gold am besten verstecke. Und das bekommen Sie, wenn Sie den Newsletter abonniert haben, bekommen Sie in der Bestellbestätigung eine URL genannt, unter der Sie diese E-Books abrufen können. Wenn Sie Kunde bei goldsilbershop.de sind, können Sie einfach oben rechts auf Ihr Kundenkonto klicken und wenn Sie im Kundenkonto eingeloggt sind, finden Sie dort auch alle E-Books zum Download. Da finden Sie viele Informationen. Und wenn Sie sagen, ich würde gerne mein Gold vergraben, dann würde ich gerne Werbung für ein sehr wichtiges, nicht kostenfreies, aber auf jeden Fall goldwertes E-Book oder halt auch gedrucktes Buch von Goldreporter machen, das Sie jetzt auch eingeblendet sehen, wie Sie Gold richtig vergraben. Da gibt es auch einiges zu beachten, sei es, wie tief Sie das Gold vergraben sollten, wie Sie es tun sollten oder ähnliches. Also wenn Sie in diese Richtung halt ganz auf Nummer sicher gehen wollen, kann ich Ihnen einmal unsere eigenen E-Books empfehlen und halt auch von Goldreporter das zum Thema Gold vergraben. Aber kommen wir jetzt zum dritten Thema. Der dritte Fehler ist es, auf Bauernfänger, Rattenfänger, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, teilweise auch Betrüger ist mit reinzufallen. Also auf niemand zu glauben, der jetzt sagt, du, ich habe ein Produkt, das bei einem Goldverbot oder Edelmetallverbot nicht ganz sicher nicht betroffen ist. Das ist Schwachsinn. Es ist Schwachsinn, weil, wie bereits eben mit erwähnt, es gibt kein klares mit Gesetz. Selbst wenn in der Vergangenheit bestimmte Produkte von einem Edelmetallbesitzverbot ausgenommen waren, heißt das nicht, dass das in der Zukunft auch mit genauso mit ist. Was will ich mit sagen? Ich weiß, es gibt windige Vertriebsstrukturen, die jetzt sagen, hier, Medaillen sind von einem Goldverbot nicht betroffen. Was sind Medaillen? Da geht es nicht darum, die Dinger, die ich mir jetzt, weil ich erfolgreicher Sportler bin, umhängen kann, sondern das können halt runde Goldgegenstände sein, die aussehen wie Münzen, sind aber keine Münzen. Was ist der Unterschied? Eine solche runde Goldgegenstand oder ist erst einmal eine Medaille, solange bis irgendwo diese Münze oder dieser runde Gegenstand als ein gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert mit wird. Also die Britannien-Münze als Beispiel, die hat hier auf der Rückseite einen Nennwert von 100 britischen Pfund, sprich die ist in Großbritannien auch ein gesetzliches Zahlungsmittel. Klar, kein Mensch verwendet sie als gesetzliches Zahlungsmittel, weil der Materialwert deutlich höher ist mit ist als der Nennwert. Also sprich, Medaillen sind halt einfach Goldprägungen, die nicht eine Münze sind, sprich nicht ein gesetzliches Zahlungsmittel mit sind. Und da gibt es Personen, die behaupten, hier, wenn du eine Medaille jetzt mitkaufst, dann halt bist du von einem Goldverbot nicht betroffen, weil da werden nur Barren und Münzen einkassiert. Schwachsinn. Also vor allen Dingen insbesondere dann halt kommt auch noch, ich hatte es mir kürzlich mit angesehen, da wird dann halt einfach eine solche Medaille zum doppelten Preis verkauft, als halt ein Barren oder Münzen mit demselben Gewicht halt mithört. Also sprich, die werden ja über den Tisch gezogen, so knallhart muss man mit sagen. Also es ist nicht sicher, ob letztendlich Sie mit einer Medaille nicht betroffen sind. Es ist pure Spekulation. Genauso gibt es
auch noch, da würde ich aber eher sagen, dass da Toleranzgrenzen mit gibt, dass sie halt sagen, hier, ich kaufe nur alten Schmuck oder halt auch nur alte Münzen, historische Münzen, wie zum Beispiel die Vreneli-Münzen oder Sovereign-Münzen, die halt nicht betroffen sind oder halt einfach Goldketten, sei es jetzt zerrissen, Ringe oder halt oder ähnliches. Da stelle ich halt Ihnen halt mit die Frage, ja, da wird es wahrscheinlich gewisse Toleranzgrenzen geben. Sie werden Ihren Ehering im ersten Schritt vielleicht nicht abgeben müssen. Sie können auch eine Goldkette halt mitbehalten. Aber glauben Sie wirklich, wenn Sie mehrere hundert Gramm Gold zu Hause mit haben oder weiter mit haben, ein, zwei Kilo oder so etwas, dass Sie alles behalten dürfen, bloß weil es eine Medaille, eine Goldkette, eine alte Münze oder ähnliches mit ist? Nein, ich glaube, wenn der Staat zu einem Goldverbot kommt, weil er sagt, das ist die einzige Möglichkeit, ja, unsere Währung wieder in den Griff zu bekommen, dafür halt zu sorgen, dass es soziale Gerechtigkeit gibt und dass alles, ja, alles wieder zu einer guten alten Welt kommt, dann glaube ich nicht, dass sie halt bloß, weil sie ihr Vermögen in Produkte umgeschichtet haben, die angeblich nicht von einem Goldverbot betroffen wären, dass sie da halt ungeschoren davon kommen. Das ist pure Spekulation. Da sollten Sie sich frühestens darauf einlassen, wenn es etwas Greifbares gibt, sprich einen Gesetzesentwurf. Fallen Sie bitte dort nicht auf solche vermeintlichen Betrüger mit rein. Kommen wir zum vierten Fehler. Den können Sie auch lange, bevor es eventuell zu einem Goldverbot kommt oder vielleicht auch gar nicht kommt, mit begehen. Und zwar, dass Sie keine Belege über Verkäufe haben. Also geht es nicht um Gold, das Sie gekauft haben, sondern um Edelmetalle, die Sie verkauft mit haben. Da sollten Sie immer gucken, dass Sie einen Verkaufsbeleg mit haben. Sprich, wenn Sie einen Edelmetallhändler verkaufen, dass Sie halt auch eine entsprechende Ankaufsrechnung bekommen und diese halt mit aufbewahren. Sollten Sie an Privatpersonen verkaufen, was ich ein bisschen kritisch unter diesem Aspekt sehe, wenn Sie Angst vor einem Goldverbot mit haben, sollten Sie auch gucken, dass Sie das entsprechend dokumentiert mit haben. Das wird sich ein kleines bisschen beißen, weil derjenige, der das privat von Ihnen kauft, der will wahrscheinlich anonym, unentdeckt gegenüber den Staat mitbleiben und will halt deshalb nicht, dass es dokumentiert ist mit ist. Aber warum sage ich denn, dass Sie Belege über Verkäufe haben sollten? Da geht es nicht um das jetzt eingeblendete Video, dass Sie halt generell Gold nicht mehr verkaufen können, wenn Sie keine Rechnung als Herkunftsnachweis mit haben. Das gilt nämlich nur, wenn Sie an Banken verkaufen, nicht aber an Edelmetallhändler. Mehr aber dazu in diesem Video, da ist es nicht Inhalt dieses Videos, das sehr, sehr gut angekommen ist, sondern mir geht es eher darum, wir gehen jetzt davon aus, es gibt ein Goldverbot und Sie werden aufgefordert, Ihr Gold abzugeben. So, und ich male jetzt mal ganz, ganz rabenschwarz. So, es ist halt so, dass über einen elektronischen Abgleich halt oder ähnliches oder halt einfach, weil jemand bei uns Rechnungen mit kontrolliert, einfach kontrolliert wird, wer hat denn Gold, das mit gekauft oder weil halt der berühmt-berüchtigte Blockwart sagt, hier der Schieferstein, der hat immer damit geprotzt, dass er ganz viel Gold hat. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass er Gold verkauft hat oder es abgegeben hat. Sehr wahrscheinlich werden Sie dokumentieren müssen oder halt auch, es wäre sinnvoll, dass Sie es belegen können, hier diesen Krüger, den habe ich nicht mehr, den habe ich 2018 bereits verkauft. Das kann ich hier anhand dieser Rechnung mitbelegen, damit es nicht passiert, dass Sie, wenn es vielleicht Gefängnisstrafen für Goldverbot gibt, Beugehafte oder ähnliches, dass Sie letztendlich dann halt ja, unschuldig im Gefängnis sitzen, weil Sie das Gold, das Sie herausgeben sollen, gar nicht mehr besitzen. Deshalb wäre für mich der vierte Fehler, keine Belege über Verkäufe zu haben und dementsprechend würde ich halt präferieren, über Edelmetallhändler zu verkaufen. Wenn Sie das tun wollen, dann lade ich Sie übrigens ein, dass Sie auf goldsilbershop.de auf die Rubrik Ankauf mitgehen. Sie können uns sowohl Altedelmetalle, sprich Ketten, Ringe und so weiter, unabhängig vom Zustand verkaufen, weil wir diese nicht Schmelze geben, aus Alt macht Neu, da wären neue Goldbarren draus, aber letztendlich auch alle Goldbarren und Münzen, die wir bei uns im Sortiment finden und auch alle weiteren, die wir nicht im Sortiment führen, können Sie uns verkaufen. Nicht nur Gold, sondern natürlich auch Silber, Platin, Palladium und sofern es auch Diamanten sind, die in einer sehr hohen Qualität sind und bei uns gekauft werden, auch diese. Aber kommen wir zum fünften Fehler. Der fünfte Fehler ist es für mich, bei einem Goldverbot entweder nur Gold zu besitzen oder auch nur Gold und Silber zu besitzen. Was meine ich damit? Zum einen, es gibt auch wieder halt in Foren wird es darüber ausgetauscht, dass halt es in der Vergangenheit immer Goldverbote gab, aber angeblich keine Silberverbote und dass es deshalb sinnvoll wäre, Silber zu besitzen, weil wenn es ein Goldverbot gibt, dann würde halt, ja, wäre man davon nicht betroffen. Ehrlich gesagt halte ich genauso für Unsinn, selbe Argumentation, die ich eben beim dritten Fehler schon mitgenannt habe. Zum einen ist Silber heute sehr viel mehr verbreitet, als das vielleicht in der Vergangenheit mit war. Und wenn es zu solchen harten Maßnahmen kommen sollte, ich sagte bewusst sollte, ich sage nicht, die kommen nächstes Jahr, sie können vielleicht mitkommen, aber es gibt nichts Konkretes. Dann ist es halt ist mit so, dass ich halt nicht glaube, dass wenn halt jemand für x-tausend Euro Silber besitzt, den ganzen Keller voll hat mit Silbermünzen oder Silberbarren, dass er halt davon außen vor ist. Halte ich für unwahrscheinlich, wenn es notwendig mit wird, halte ich es für wahrscheinlich, dass halt sowohl zu Gold als auch zu Silber, zu einem Silberverbot kommen sollte. Aber auf jeden Fall sollten Sie diversifizieren, mindestens zwischen den beiden Edelmetallen. Aber mir wurde kürzlich zugetragen,
Ich habe bisher keine Quelle gefunden. Sollten Sie eine solche haben, würde es mich super freuen, wenn Sie das unten in die Kommentare dazu mit reinschreiben, verlinken, damit ich mich da ein bisschen mehr mit einlesen kann. Finde ich super spannend. Und zwar, als ich kürzlich auf einer Konferenz war, eine Edelmetallkonferenz, wurde mitgeteilt, dass in Japan der Besitz von Platin und Palladium wesentlich weiter verbreitet ist als bei uns hier in Deutschland in Europa. Warum ist das mit so? Weil es nämlich in Japan sowohl ein Gold- als auch ein Silberverbot gegeben haben sollte und die Leute sich halt dort eine Edelmetallalternative gesucht haben. Deshalb haben sie Platin und Palladium besessen, um halt auch eine gewisse Werthaltigkeit halt mit zu haben auf Edelmetallebene. Also könnte es halt auch sinnvoll sein, dass sie halt nicht nur Gold und Silber besitzen, sondern auch andere Edelmetalle wie Platin und Palladium oder vielleicht halt auch Diamanten. Diamanten sind die kleinste Vermögensklasse, die es mit gibt, oder die kompakteste. Ein lupenreiner Einkaräter, der wiegt 0,2 Gramm, hat keinen Zentimeter Durchmesser, kostet 20.000 Euro Pi mal Daumen. Also mit keiner anderen Vermögensklasse schaffen sie es, Geld auf so kompakten Bereich zu bringen. Also hier diese 250 Gramm Goldbarren, der kostet zwar keine 20.000 Euro, aber trotz allem ist er natürlich um einiges größer, als es letztendlich ein Diamant mit ist. Also sprich, wenn sie halt auch diversifizieren innerhalb der Edelmetalle, aber auch mit Diamanten, haben sie zum einen eine super kompakte Fluchtwährung, die sie halt prima in ihren Körper mit sich tragen können, die sie meinetwegen mit unterschlucken können und die gegebenenfalls halt auch bei einem Edelmetallverbot im Vorteil mit ist. Also diversifizieren sie innerhalb der Edelmetalle, innerhalb sonstiger Sachwerte, die sich etabliert mit haben, wie diese Fluchtwährung Diamanten. Mehr zum Thema Diamanten und welche 7 Fehler Sie beim Diamantenverkauf, beim Diamantenkauf vermeiden sollten, sehen Sie in dem eingeblendeten Video, das Sie sich unbedingt auch ansehen sollten. Übrigens, sofern noch nicht geschehen, würde ich mich freuen, wenn Sie jetzt bereits nach den ersten 5 Fehlern diesem Video einen Daumen nach oben geben und auch, sofern noch nicht geschehen, unseren YouTube-Kanal abonnieren, denn ich werde noch viele weitere interessante Themen in den nächsten Wochen ich werde sie es mit erzählen, behandeln, meinte ich. Und da glaube ich, dass Sie da noch viel lernen können. Deshalb abonnieren Sie den Kanal, motivieren Sie mich dabei, hier viele Sichtweise weiterzugeben, die manchmal auch konträr mit sind, wo man mal sachlich miteinander diskutieren kann, ob das, was ich sage, ob Sie das auch so sehen oder halt nicht. Schreiben Sie in die Kommentare, geben Sie dem Video einen Daumen nach oben. Übrigens, ein weiterer Punkt, der für Silber mitspricht, ist, dass neben dem Gold-Silber-Ratio, sprich das Werteverhältnis von Gold zu Silber, das aktuell sehr stark dafür spricht, weil Silber ist historisch gesehen sehr, sehr günstig bewertet im Vergleich zu Gold. Auch dazu wird es im nächsten Video geben, deshalb Kanal abonnieren, immer schön zugucken. Aktuell ist es so, dass Sie über 80 Unzen Silber für eine Unze Gold aufwenden müssen. Im historischen Kontext gesehen, je nachdem, wie weit Sie zurück mitgehen, ist der Durchschnitt bei 1:35 oder sogar 1:15. Also sprich, Silber hat so gesehen das deutliche Wertsteigerungspotenzial gegenüber mit Gold. Aber das ist nicht der einzige Punkt, warum Sie auch Silber besitzen sollten. Das ein weiterer richtiger Punkt ist, ich glaube, wenn es zu einem Goldverbot kommen sollte, dass das in einem Krisenszenario stattfindet. Dementsprechend sollten Sie auch eine Krisenvorsorge mit Gold und Silber mit haben. Und Silber ist dort wesentlich besser geeignet als Gold, weil Silber sehr viel kleinteiliger mit ist. Während Sie für eine solche Unze Gold rund 1.700 Euro bezahlen, zahlen Sie für eine Unze Silber aktuell rund 30 Euro. Und wenn Sie dann halt auch eine halbe oder Viertelunze, demnächst soll es auch eine Zehntelunze Silbers geben, erwerben, dann haben Sie eine kleinteilige Tauscheinheit. Mehr dazu zum Thema Krisenvorsorge mit Gold und Silber oder welche Fehler Sie da vermeiden sollten, finden Sie auch in Videos, die ich bereits erstellt habe oder die in Kürze mit erscheinen. Also, das ist wesentlich schwieriger aus dem Alltags mit zu verbannen und deshalb sollten Sie ja breiter diversifiziert mit sein. Außerdem ist es so, dass rund 10% des Silbers verbraucht wird durch Photovoltaikanlagen und Sie wissen, dass wir alle eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben sollten, um energieautark mit zu sein, nachhaltiges mit zu sein und dementsprechend gibt es aktuell einen großen Verbrauch an Silber. Auch ein Elektroauto verbraucht doppelt so viel Silber wie ein Auto mit Verbrennungsmotor. Also es gibt viele Argumente, die halt einfach von der steigenden Nachfrage nach grünen Anlageformen, nicht nur Anlageformen, sondern Lebensweisen, nachhaltigen Lebensweisen, die dafür mit sorgen, dass für Silber halt eine andere Nachfrage es halt auch noch gibt, eine Sondernachfrage. All diese Punkte sprechen dafür, dass Sie halt nicht nur Gold besitzen sollten, sondern auch Silber, eigentlich auch noch Platin und Palladium und gegebenenfalls auch noch Diamanten. Deshalb komme ich nämlich zum 6. Fehler. Der 5. Fehler war nämlich sehr, sehr lang, ist, dass Sie bei einem Goldverbot nicht nur Ihr Vermögen in Deutschland haben sollten, sondern es macht für Sie halt auch mit Sinn, dass Sie Ihr Vermögen diversifiziert mit haben. Nicht nur innerhalb der Metalle, sondern auch im Lagerort, weil vielleicht ist Deutschland dann für Sie auch gar nicht mehr so lebenswürdig, dass Sie in Deutschland leben wollen und Sie befinden sich auf der Flucht.
Oder ja, sie erhoffen sich, dass sie von einer Abgabe ihrer mühsam angesparten Edelmetalle drumherum kommen, indem sie diese halt außerhalb der Europäischen Union mitverwahren. Deshalb kann es dort halt sinnvoll sein, dass sie das zum Beispiel in der Schweiz oder in Liechtenstein aufbewahren. Vielleicht auch in Kanada oder den einen oder anderen asiatischen Lagerort. Wenn Sie da bestimmte Wünsche haben, würde es mich sehr interessieren, wo würden Sie denn in welchem Land gerne Ihre Edelmetalle aufbewahren und warum? Schreiben Sie mir auch das in die Kommentare. Also es macht das durchaus halt mit Sinn, dass Sie halt wie ein Eichhörnchen Ihre Nüsse überall verteilen, damit bei einem Besitz oder bei einem Krisenfall oder Besitzverbot oder einem Krisenfall oder wenn Sie halt es mit flüchten wollen, Ihr Vermögen einfach breit gestreut ist. Sie an verschiedenen Orten etwas mit haben, Sie nicht das Risiko mit haben, dass Sie 100% Ihres Edelmetallvermögens verlieren, weil es an einem und denselben Ort oder an einem und demselben Land halt mitliegt. Es reicht meiner Meinung nach nicht aus, dass die halt einen Teil meinetwegen zu Hause mit haben, einen Teil in einem Bankschließfach. Das Bankschließfach ist übrigens für mich die Mausefalle für ihr Gold. Warum? Auch das habe ich in einem Video gezeigt, das Sie eingeblendet sehen, sollten Sie sich auch auf jeden Fall mit ansehen. Machen Sie sich auch darüber das Mitgedanken. Sie müssen breit aufgestellt mit sein. Eine solche Anlage in einem Solid-Wertelager, wie wir das anbieten, das können Sie unter der jetzt eingeblendeten URL weitere Informationen anfordern, hat noch einen weiteren Vorteil, dass Sie nämlich Silber, Platin und Palladium und auch Diamanten mehrwertsteuerfrei kaufen können. Sprich, Sie sparen 19% Mehrwertsteuer, Sie bekommen also mehr Metall für Ihr Geld, hebeln so Ihre Kapitalanlage und können auch so die Lagergebühren refinanzieren. Mehr dazu auch in einem weiteren Video, das ich bereits gemacht habe, da will ich jetzt nicht tiefer darauf eingehen. Setzen Sie sich damit auseinander. Ihr Vermögen sollte nicht nur in Deutschland sein, wenn Sie Angst vor einer Krise oder vor einem Goldverbot mit haben. So, damit wir wieder 7 Fehler auf einen Streich haben, kommen wir zum 7. und letzten Fehler. Der ist für mich, aus Angst kein Gold zu besitzen. Wie ein Kaninchen vor der Schlange, der Inflationsschlange, den ganzen Risiken, die es halt mitgibt, einfach nichts mit tun. Ich glaube, dass das ein schwerwiegender Fehler ist. Wie gesagt, es gibt aktuell nichts Konkretes, dass es tatsächlich nächste Woche, nächstes halbes Jahr ein Goldverbot gibt oder ähnliches. Sie werden darauf noch mit reagieren können. Aber stellen Sie sich mit vor, aktuell, wir haben rund 10% Inflation. Der 100-Euro-Schein, den Sie so in den Kopfkissen liegen haben, hat nächstes Jahr nur noch eine Kaufkraft von 90%, wenn man auf Basis der offiziellen Inflationszahl mit eingeht. Wenn Sie Butter, Eier oder sonstige Lebensmittel kaufen, werden Sie feststellen, dass das wesentlich weniger sind als 90 Euro Kaufkraft mit Erhalt. Stellen Sie sich einfach mit vor, die Börsen brechen es mit zusammen. Es gibt schwere Verwerfungen, weil halt wieder mal im Krieg andere Länder mit hereingezogen werden. Es herrschen große Ängste. Pandemie greift wieder um sich. Es kommt zu einem Atomschlag oder einfach die Angst mit dazu. Die Börsen brechen einfach mit ein und sie sind nicht diversifiziert. Die Immobilienpreise sind aufgrund gestiegener Zinsen am Fallen. Immer mehr Menschen können sich ihre Miete nicht leisten. Und all das spricht dazu, dass Sie nicht nur ein Ei in Ihrem Korb oder zwei Eier in Ihrem Korb haben sollten, sondern viele. Und dazu gehört halt auch, Gold und Silber zu besitzen. Viele Experten, Finanzexperten raten, dass halt Ihr Anteil an Edelmetallen oder an Gold zwischen 5% und 25% liegen soll. Ich denke, dass das eine sinnvolle Untergrenze ist. Ich persönlich habe über 80% meines Vermögens in Gold und Silber primär, aber auch in Platin und Palladium investiert, weil ich nicht optimistisch bin, was die weitere wirtschaftliche Entwicklung mit angeht. Und wenn Sie sich halt auch einfach mal angucken, gerade jetzt in den letzten 1-2 Jahren oder seit Corona mit Beginn immer wieder, wenn es zu starken Kursverfallen an den Börsen mit gab, was hat Gold gemacht? Gold hat seinen Job ordentlich gemacht, hat als sicherer Hafen gedient, ist teilweise im Wert gestiegen oder deutlich schwacher mitgefallen, teilweise auch deutlich im Wert mitgestiegen. Also sprich, die machen dort etwas sehr Wichtiges und insbesondere wenn Sie halt auch eine Krisenvorsorge betreiben, Sie können ja mal versuchen, Ihre Aktie gegen ein Brot einzutauschen, sofern Ihr Discount-Poker, Ihr Online-Poker überhaupt noch Ihnen Handelsmöglichkeiten halt mitgibt. Also sprich, wenn Sie halt nicht Tauschwährung mit haben in einem Krisenfall, sind Sie halt einfach der Gelackmeierte, wenn Sie nicht ausreichend vorgesorgt haben. Also es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, dass letztendlich zu Ihrer Kapitalanlage auch ein entsprechend großer Anteil an Edelmetallen gehört. Wenn Sie dazu mehr mit wissen wollen, was Sie dann halt kaufen sollten, wie Sie sich darauf am besten mit vorbereiten, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie mein Buch Gold und Silber für Einsteiger lesen. Dieses Buch können Sie entweder für 14,90 € bei Amazon oder in jeder Buchhandlung kaufen oder Sie lassen es sich von mir schenken. Warum verschenke ich Ihnen das Buch? Also A, Sie bekommen dieses Buch unter gold-buch.com geschenkt. Wir haben dieses Buch in einer enorm großen Auflage gedruckt.
Und dadurch sind die Druckkosten verhältnismäßig gering und dementsprechend ist das für mich eine Investition oder ja, meine Mission, möglichst viele Anleger darauf aufzuklären, ob für sie halt dieser Goldbarren, diese Goldmünze oder vielleicht dieser Goldbarren oder die Silbermünze eher mit empfehlenswert ist, wie man einen seriösen Händler erkennt, warum es wichtig ist, in Edelmetalle zu investieren und, ja, und sie perfekt für den ersten Kauf vorbereitet mit sind. Deshalb lade ich Sie ein, mein Buch Gold und Silber für Einsteiger zu lesen unter gold-buch.com und dafür zu sorgen, dass ich wieder einen kleinen Schritt in meiner Mission weitergekommen bin, das vergessene Wissen, warum man Edelmetalle und wie man Edelmetalle investieren sollte, einer breiten Masse der Bevölkerung zugänglich zu machen. Es ist so wichtig wie nie. Ich danke Ihnen nochmal zum Abschluss. Wenn Sie bisher noch keinen Daumen nach oben gegeben haben, motivieren Sie mich auch für weitere Videos. Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit Sie das nächste Video nicht verpassen und schreiben Sie uns in die Kommentare. Und wenn Sie jetzt weiter mit uns diskutieren wollen, lade ich Sie ein, goldsilbershop.de zu besuchen, auf die Rubrik Beratung zu klicken und über einen Beratungstermin auszumachen oder uns in unseren Ladengeschäften in Mainz und Wiesbaden zu besuchen, in denen Sie nämlich auch Gold und Silber anonym kaufen können. Also, bis bald, ciao.